Hallo YouTube, hallo von Let's Plays, euer Sporty mit der 147. Folge Race 07. Wir sind ja mittlerweile Meisterschaftsmeister, so komisch das klingt. Also wir haben den Titel in der Tasche, 4 Rennen vor Schluss. Wir haben 55 Punkte Vorsprung, 40 wäre noch zu holen. Dementsprechend brauchen wir uns ja keine Gedanken mehr machen. Dakota hat leider im letzten Rennen in Falkenberg ein bisschen nachgelassen. Lief nicht so schön. Aber egal, wir sind Meister und können nun also völlig unbeschwert das Highlight der Saison unter die Räder nehmen. Die Nürburgring-Nordschleife. 1927 als dritter permanente... Was erzähl ich? 1927 als permanente Rennstrecke, als Gebirgsrenn- und Prüfstrecke auf der Verbandsgemeinde Adenau in der Eifel in der Rheinland-Pfalz im deutschen Raume erbaut, 28 Kilometer lang damals. Nordschleife inklusive, also der Nürburgring als Nordschleife plus Südschleife. Start und Zielgerade waren ungefähr 1 Kilometer und ging dann hinter dem Boxengebäude nochmal 1 Kilometer wieder zurück und dann auf die Nordschleife. Diese ist uns ja zum Glück auch heute erhalten geblieben und auch immer noch reg belebt. 1982 hat man einen Neubau angestoßen, weil es zwischendurch einfach zu viele Sicherheitsbedenken gab. Damals war ja Nürburgring immer die komplette Strecke, inklusive Nordschleife. Wie gesagt, Kilometer Start- und Zielgerade, Kilometer Gegengerade. Das war alles, was dann im Prinzip außerhalb der Nordschleife lag. Und der Rest war einfach Nordschleife. Die Formel 1 war hier Jahrzehnte zu Gast. Und entsprechend, die Dinger sind schneller geworden, entsprechend unsicher. So eine Strecke, Gebirgsrenn- und Prüfstrecke wie die Nordschleife, konnte man sich das nicht mehr lange antun. Und nach dem schweren Unfall 1976 von Niki Lauda, nein, ich glaube schon davor, hat man dann entschieden, wir lassen es jetzt besser mal bleiben. Aus diesem Grunde hat man dann 1982 einen Neubau angestoßen. 1984 ist dieser dann auch eröffnet worden. Die neue Grand Prix-Strecke, die dann 4,5 Kilometer lang war. Und der heute noch besteht, wobei erweitert 2002 um die Mercedes-Benz-Arena, was ungefähr 500 Meter einfügt. Ist ja eine schöne Strecke, komplett losgelöst von der Nordschleife, wird aber zum Glück auch in Kombination mit der Nordschleife noch befahren. Und zwar bei den 24 Stunden vom Nürburgring, die übrigens seit 1970 ausgetragen werden. Damals natürlich noch in der ursprünglichen Fassung. Oder auch bei der VLN, welche seit 1977 stattfinden. Und, nee, kein und. Das sind die beiden Varianten, bei denen Grand Prix-Strecke und Nordschleife kombiniert werden. Ansonsten haben wir auf der Nordschleife ein paar separate Events. Zum Beispiel hatten wir in den 90er Jahren, 88 bis 93, okay, 88 zählt nicht mehr zu den 90er Jahren. Aber 1988 bis 1993 hatten wir die DTM auf der Nordschleife. Und ich glaube dann auch nur auf der Nordschleife ohne Grand Prix-Streckenanbindung. Hätte ich jetzt nochmal genauer nachschlagen müssen. Beim AVD Oldtimer Grand Prix gibt es separate Rennveranstaltungen auf der Nordschleife. Es gibt auch so einige Events auf der Nordschleife, unabhängig eben von der Grand Prix-Strecke, da die beiden separat betrieben werden können, außer eben bei VLN und 24-Stunden-Rennen. Ach ja, die WTCC war ja natürlich auch zu Gast dieses Jahr 2015. Sind, glaube ich, zweimal 3 Runden hier gefahren mit der Grand Prix-Anbindung. Ja, geile Nummer. Auf der Grand Prix-Strecke ist die Formel 1, oder war die Formel 1 in den letzten Jahren zu Gast, dieses Jahr zum ersten Mal nicht mehr, obwohl man eigentlich hätte fahren sollen. Aber durch die Insolvenz 2012 der Nürburgring GmbH ist das alles ein bisschen undurchsichtig geworden und dieses Jahr fiel dann die Formel 1 leider aus in der Eifel. Seit 1951 ist die Formel 1 hier zu Gast, damals dann eben auf der ursprünglichen Strecke mitsamt Nordschleife, seit 1984 eben ohne die Nordschleife, sondern nur auf der Grand Prix-Variante. Das so als kurzer Abriss über eine der legendärsten Strecken der Welt. Wir werden hier 13 bis 14 Runden fahren, je nachdem wie schnell wir sind. Wir fahren nur Nordschleife ohne Grand Prix-Anbindung, weil das mit der Boxengasse, soweit ich das noch in Erinnerung habe, nicht richtig funktioniert. Der Spritverbrauch ist heute unser Problem, der Reifenverschleiß ist okay, wobei auf der Schleife möchtest du gute Reifen haben. Da brauchen wir nicht drüber reden. Hier abgefahrene Reifen zu haben, ist eine ziemliche
kacke. Deswegen bleiben wir auch unserer Dreistopp-Strategie treu. Ungefähr 112%, 120% Reifenverschleiß werden wir haben. Ist also relativ verhalten. 400 Liter werden allerdings durchgejagt, so meine grobe Hochrechnung. Und die 105%ige KI werden wir beibehalten auf der 20,8 Kilometer langen Strecke. Es ist ein klarer Sommerabend, ach Quatsch, Sommerabend, Sommertag hier in der Eifel, finde ich sehr schön, denn es ist trocken, es bleibt trocken. Regen in der Eifel, auf der Nordschleife, gibt es immer wieder über frierende Nässe. Brauche ich heute ehrlich gesagt nicht. Da gibt es andere Strecken, auf denen mir das deutlich lieber wäre, aber nicht auf der Schleife. Ich habe noch keine konkrete Idee, wie gut wir mit der KI mithalten können. Ich bin im Training jetzt nur aufgrund der Länge der Strecke 3 Runden gefahren mit diesem Auto, um das Setup zu finden. Wie gut das Ganze jetzt hier wirklich vonstatten gehen wird, das weiß ich nicht. Ich habe jetzt das Setup geladen, ne? Ja, 130 Liter haben wir drin. Ich habe ein bisschen Puffer eingebaut, weil ich möchte nicht auf der Döttinger Höhe plötzlich stehen bleiben. Das wäre kacke. Deswegen auch hier einen kleinen Puffer von 10 Litern, den wir einfüllen. Ist mir jetzt wurscht. Hauptsache, wir können das Rennen zu Ende fahren. Und ich denke, es wird ein richtiges Spektakel hier auf der Schleife. Und eben das Highlight der Saison. Wir können es ganz beruhigt angehen, weil wir sind Meister. Wir haben nichts mehr zu gewinnen. Wir haben nichts mehr zu verlieren. Wir können jetzt einfach unseren Spaß haben. Wieso? Wie eigentlich die ganze Saison schon. Die schnellste KI ist im Training übrigens 6,47er gefahren. Passt also ungefähr. Ich bin ein bisschen, naja, nervös will ich jetzt nicht sagen, aber gespannt. Ich rolle zurück. Super Start von Blister. Ein nahezu perfekter Start. Im ersten Sektor sind wir, glaube ich, schneller als die KI. Im zweiten geht's stellenweise. Oh, kein guter Start in das Rennen. Kein guter Start in das Rennen. Aber noch alles intakt. Mit einem Geschlängel nach dem Karussell, da verliere ich, glaube ich, Zeit. Bis dann beim Pflanzgarten wieder Vollgas gegeben werden darf. Ahrenberg muss ich aufpassen, da bin ich jetzt schon im Training zu oft rausgerutscht. Ui, ui. Das hätte ich nicht erwartet, dass die KI hier so in die Eisen geht. Wie gesagt, ich hatte nur 3 Runden im Training, deswegen kann ich auch nicht sagen, was die KI für Linien fährt. Fuchsröhre runter. Ich weiß, dass sie dann am Ende der Fuchsröhre scharf bremsen. Da muss ich jetzt gleich aufpassen. Also hier noch nicht, sondern dann die nächste. Da geht's ziemlich früh, ziemlich in die Eisen bei der KI. Ja, ich sag's noch. Immer noch alles intakt. Ich habe ja auch rechtzeitig eigentlich gebremst, bin ich stark genug. Das wird ein echt interessantes Rennen. Echt einen Lockup gehabt und dadurch hintersteuern. Oh, was mache ich denn? Wieso fahre ich so schnell in die Dreifach rechts rein? Bin ich denn völlig bescheuert? Wahrscheinlich will ich Wehrseifen jetzt auch gleich noch im vierten nehmen, oder? Nee. Gut, dann nicht. Immerhin ist mittlerweile die Streckenkenntnis vorhanden. Wenn man an das allererste Race 07 Video auf diesem Kanal zurückdenkt, sah das ein wenig anders aus.
Aber wir haben ja mittlerweile die Schleife in Project Cars in Assetto Corsa und haben dort auch entsprechend schon ein paar Runden gedreht. Und mittlerweile weiß ich auch, dass ich hier aufs Bergwerk zufahre und noch nicht auf die schnellste, naja, was heißt schnellste Kurvenkombination der Strecke. Auf einen sehr schnellen Teil auf jeden Fall, da kommt er erst jetzt. Das hat mich die ersten, keine Ahnung wie vielen Rennen, ziemlich aus der Bahn geworfen, weil ich da am Bergwerk immer drauf gehalten habe und dann plötzlich in der Bande hing. Fehlt es irgendwie jetzt ein bisschen an Leistung, das Zusatzgewicht durch Sprit und durch die 120 Kilo Zuladung, die machen sich bemerkbar. Wobei ich im Training auch schon mit 100 Kilo Sprit gefahren bin oder 100 Litern. Nur die 120 Kilo Zusatzballast, die hatte ich nicht an Bord. So, bis hierhin sind wir eigentlich noch ganz gut unterwegs und ab jetzt können wir alle Hoffnung fahren lassen. Da ist die KI eigentlich stärker. Besonders wenn dann unsere Reifen abbauen. Da segel ich momentan noch viel zu oft neben die Strecke. Und die bauen ab. Nach einer Runde ist das Gripniveau an der Vorderachse ein ganz anderes. In der zweiten Runde dann noch an der Hinterachse. Hier gibt es noch einen fiesen, naja, Bug, möchte ich sagen, in der übernächsten, also in der nächsten Rechtskurve. Der äußere Curb, den sollte man meiden. Da ist nämlich irgendwie noch eine Bodenwelle, eine Sprungschanze irgendwie auf dem Curb verbaut. Und das haut das Auto sonst wohin. Rechtskurve. Ich kann mir immer noch nicht die ganzen Kurvennamen merken. Die Strecke an sich ja, aber die Kurvennamen dazu noch nicht. Ich weiß, ich bin jetzt im Pflanzgarten 1 und habe viel zu sehr schleifen lassen hier. Das könnte schneller gehen. Pflanzgarten 2 und auf zum Stefan Belloff S. Und eine schöne Sprungschanze für dieses Auto. Und dadurch schlecht positioniert oder platziert. Man sollte wieder nicht die Worte mischen. Bis Stefan Belloff S, auf zum Schwalbenschwanz. Aber jetzt die nächste, das könnte auch noch Schwalbenschwanz sein, das weiß ich gerade mal nicht. Das nächste ist das kleine Karussell. Und was dann diese Rechtskurve da ist vor der Döttinghöhe, fragt mich nicht. Wie gesagt, ich kenne die Strecken, die Strecke kenne ich, aber die einzelnen Namen hier vielleicht zur Hälfte, wenn ich gut bin. Keine Ahnung, was das hier für eine Kurve ist. Ist halt die Kurve vor der Döttinger Höhe, ne? Die ich gerade mal richtig schön verkackt habe. Ja, die erste Runde war suboptimal. Hier fehlt es übrigens auch an Topspeed. Im Training bin ich da bis zu 300 km/h gekommen. Aber eben ohne die 120 Kilo Zuladung. Im Training hatte ich da kein Problem, dieses Auto zu bremsen. Aua! Tiergarten war das hier, ne? Also die Schikane. Ah, ich versuch's gar nicht. Irgendwann habe ich sie vielleicht mal drauf, die Namen, aber ist ja auch nicht so wichtig. Hey! Fängt jetzt aber schon früh an mit dem Querfahren. Ups, gute Hobel. Hm.
Mr. Pilot G, du kannst dein Auto gerne intern lassen. Der letzte Anschlag hat auch unsere Aero beschädigt, das ist nicht gut. Zum Glück nicht so sehr, dass sie komplett hinüber ist, aber auf der Schleife brauchst du jedes bisschen Abtrieb. Ja, genau deswegen. Da hat es jetzt einfach ein ganz kleines bisschen an Abtrieb gefehlt und schwupps war's das. Aber so schlimm ist das momentan noch nicht mit der Aufhängung. Wir fahren in Runde 3 oder 4 rein. Also noch nicht jetzt. Sprit genug für Runde 4 hätten wir. Mal schauen, wie es hier verkehrstechnisch dann so aussieht. Nicht so schnell in die Dreifach rechts rein. Ich bremse schon mal vorher ein bisschen an. Würde dich rollen lassen. Tja, am gestrigen Sonntag hat uns die Nachricht ereilt, dass gestrigen Samstag, dass Jules Bianchi nun den Lebenskampf verloren hat. Nach seinem Unfall in Suzuka letztes Jahr ist der Formel 1-Fahrer nun verschieden. Für die Eltern wahrscheinlich ein bisschen Erleichterung, weil das Bangen, die Ungewissheit ein Ende hat. Nachdem er jetzt, glaube ich, ein Dreivierteljahr im Koma lag, aber ein Verlust ist es dennoch. Und jetzt der erste Formel-1-Fahrer nach 21 Jahren, der in Ausübung seiner Pflicht sein Leben verlor bzw. an den Spätfolgen. Maria De Villotta könnte man eventuell auch dazu zählen, weil auch sie ist ja aufgrund der Spätfolgen von ihrem Unfall beim Testing für Marussia dann ums Leben gekommen. Hat dasselbe verloren. Allerdings war sie ja zwischendurch noch, naja, ich möchte nicht sagen voll fit, aber so in der Richtung. Und sie war ja nur, in Anführungszeichen, nur Testfahrerin. So wirklich Formel 1-Fahrerin war sie zu dem Zeitpunkt ja noch nicht. Der letzte wirkliche Formel 1-Fahrer, der sein Leben bei Ausübung seiner Pflicht verlor, war Ayrton Senna. Und jetzt eben nach 21 Jahren Jules Bianchi. Es sind wohl mittlerweile so diese Zyklen. 20 Jahre passiert nichts. Aber bei Ayrton Senna war es ja ein Tag und davor waren es 12 Jahre, als dann Gilles Villeneuve in Solda, nee, gar nicht mal, ich glaube 84 war noch jemand, 83 auch. Die Frequenz hat deutlich abgenommen, zum Glück, aber dennoch bleiben wir in der Formel 1 oder im Motorsport generell nicht von Tragödien verschont. In den letzten Jahren sind noch genug Rennfahrer, sei es im Motorradsport, im Formel-1-Sport, in anderen Sportarten, Le Mans lässt grüßen, ums Leben gekommen. Oder auch hier auf der Nordschleife, VLN-Fahrt, hat einer einen Herzinfarkt erlitten. Da konnte allerdings der Rennsport nichts für, sondern der Herzinfarkt, der kam so. Aber auch in der Formel 1 haben wir in den letzten Jahren noch einige Todesfälle erlebt. Ich glaube, 2 oder 3 Streckenposten, die im Laufe der Zeit bei der Ausübung ihrer Arbeit, ihrer freiwilligen Arbeit, ums Leben kam. War viel Pech dabei. Motorsport ist und bleibt gefährlich, aber auch im Haushalt kannst du von der Leiter fallen. Ich glaube, die Chancen stehen heutzutage im Haushalt besser, ums Leben zu kommen, als im Motorsport.
stehen, aber weil man im Motorsport viel mehr für die Sicherheit tun kann als im Haushalt. Du kannst ja im Haushalt nicht die ganze Zeit mit einer Football-Ausrüstung durch die Gegend laufen, damit dir nichts passiert. Auf jeden Fall sind natürlich die Gedanken aller Sportbegeisterten bei der Familie von Jules Bianchi. Momentan sind meine Gedanken aber dabei, warum ich die ganze Zeit hier nach vorne den Anschluss verliere. Sorry. Ist vielleicht etwas Ach, Müll. Mein Sprachzentrum stört mich wieder. Ich meine, ist schon wieder gestört. Vielleicht fällt mir das Wort gleich noch ein. Gut, dann wieder was zu fröhlicheren Themen. Schönes Wetter hier in der Eifel, rund um die Nürburg. Was mich ja sehr, sehr freut. Aber unser Auto ist momentan so schwer beschädigt, dass wir enorm Speed verlieren auf dieser Highspeed-Strecke. Also wir müssten eigentlich jetzt schon reingehen. Aber ich habe keine Lust, 5-Stopp-Strategie zu schieben. Deswegen müssen wir noch irgendwie eine Runde überleben mit diesem weitwunden Auto. Und ihr seht ja, es wird jetzt schon langsam sehr, sehr hibbelig. Der 16. ist natürlich keine Position, auf der wir sein wollen. Und keine, auf der wir sein sollten. Das heißt, irgendwo müssen wir zwischendurch mal wieder ein bisschen Gas geben. Das mit dem Überrundungsverkehr dürfte heute auch nicht so sonderlich viel werden, weil die Strecke einfach so lang ist, dass wir da wahrscheinlich nicht auf die Matex auflaufen werden. Falkenberg war da eine andere Ausnahme, da hatten wir aber 125 oder 120 Runden. Und dann haben wir 7 Sekunden Rückstand auf unseren Vordermann. Und richtige Grip-Probleme. Hätte ich die KI doch mal runterschrauben sollen. Aber ohne Schaden wären wir schnell genug gewesen. Nur dummerweise habe ich mir eben einige Schäden zugezogen. In der ersten Runde. In den ersten 2 Runden eigentlich. Vermeidbare Schäden. Das ist unbefriedigend, dass wir momentan so viel Zeit auf unseren Vordermann verlieren. Das nur, weil unser Auto defekt ist. Da kommt gar nichts mehr. Der müsste jetzt eigentlich schon bei knapp 2,50 kleben. Jetzt 2,54 müsste er haben.
ist ziemlich fertig momentan, der Hobel. Das ist auch so eine... Hä? Wieso ist denn mein Boxenstopp jetzt abgewählt? Was soll denn die Kappe? Diese Kappe ist... Ich kann auch nichts dafür, dass die Runde so lang ist, Mann. Jetzt sind der Querstehausgang gerade schon über Karussell. Momentan fühlt sich das Ganze eher so ein bisschen wie ein Rallye-Auto an. Von wegen muss die ganze Zeit gegensteuern und leicht korrigieren in jeder Kurve. Weil auf dem losen Untergrund das Heck einfach macht, was es möchte. Holt unser Hintermann schon auf, das gibt's doch alles gar nicht. Dann mal raus hier in der, keine Ahnung, Kurve. Gleich gibt's eine frische Aufhängung. Neue Reifen. Aber immer noch eine kaputte Aero. Die darf ich ja nicht reparieren. Finde ich echt doof. Dass man eine angeknackste Aero nicht einfach mal so prophylaktisch tauschen darf. Selbst wenn ich es jetzt hier markieren würde. Das würde nichts bringen. Die ersten schon in der Box oder wie darf ich das sehen? Ah, da steht einer ziemlich ungünstig. Ich glaube, für den nächsten Stop kann ich mal ein bisschen Sprit rausnehmen aus der Rechnung. Aha. Los, Jungs! War das ein langer Boxenstopp? So, jetzt aber Attacke. Matic werden wir wohl noch kriegen. Das Rennen ist noch 68 Minuten lang knapp. Plus 5-6 Minuten Überschuss für die letzte Runde. Da kann also noch viel passieren. Wir dürfen jetzt das Auto nur nicht wieder zerlegen. Das ist relativ wichtig.
Und ich mache gerade keinen guten Anfang, was das Thema nicht zerlegen angeht. Herr Rose ist hinter uns. Wunderbar. Das hier ist das Schwedenkreuz, oder? Bevor ich jetzt zum Arenberg komme, das wird nicht gut gehen. Die bremsen doch jetzt. Und dann überholen sie sich auch noch. Oder wollen sie sich überholen? Und wieder ein Schaden. Nein, ich will nicht in der Fuchsröhre neben dem Matek fahren. Oh. Hi! Oh! Das ist nicht so entspannt, wenn du Fuchsröhre, Übergang Adenauer, Forster der Meinung bist, mal eben zwischen zwei Matex durchzuwollen. Das ist kein gutes Gefühl. Nicht so ganz, ne? Wir sind aber erstaunlich sportlich hier unterwegs. Bisschen vorne an Grip. Wir sollten zumindest mal eine Runde um die 7 Minuten fahren und keine 7 Minuten 7. Ja, 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 ja. Die Mutkurve, da verlässt mich der Mut und es war trotzdem zu schnell. Zu schnell, zu schnell. Passt. Trotzdem zu schnell ins Garage oder Karussell reingefahren. Mist. Viel Lockup, viel Untersteuern. Dann die Kurve nicht mehr bekommen. Ui. Ah,
Alles ein bisschen unsauber, was wir hier treiben, aber das ist halt Schleife. So ein bisschen wie die Challenge immer kaufen, wegen einer Runde mal ohne Anschlagen fahren. Ja. Oh, nicht schon wieder! Wie oft will ich denn hier noch rausreiten? Das gibt's doch alles nicht. Und warum hängt mir ein Matic im Getriebe? Ein Matic! Eine KI scheint gerade in der Boxengasse zu sein. Der direkt vor uns. Aber der wird er wahrscheinlich nicht mehr lange sein. Die Armen bremsen, was die hier abbremsen müssen vor dieser Tiergarten-Schikane. Ja, der Kollege ist wieder raus. Aber wir sind natürlich deutlich näher dran. Sieben Minuten sechs, ja. Ich habe von der richtigen Verbesserung gesprochen. Um die sieben Minuten, nicht sieben Minuten sechs. No. Es läuft nicht so ganz, wie ich es mir vorgestellt habe, hier auf der Schleife. Im Training bin ich eine sieben Minuten gefahren und hatte noch fünf Sekunden Luft nach oben ungefähr. Jetzt gerade fahren wir eine sieben Minuten sechs. Und im Training bin ich auch nicht angeschlagen, komischerweise. Okay, einmal. Da hat mich dieser Curb die fünfte Kurve, sechste Kurve nach dem Karussell verarscht, von dem ich euch gerade berichtet hatte. Dieser Weiße auf der Außenseite. Hä? Dakota? Was machst du denn hier hinten, Mädel? Ordentliche Verbesserung im ersten Sektor. Und nein, ich werde keine Harakiri-Manöver heute reiten. Das ist es mir allemal nicht wert. Wir haben den Titel in der Tasche. Ich will jetzt aber nur meinen Spaß hier auf der Schleife. Und wenn man sich dabei das Auto dann beschädigt, unnötigerweise, das ist völlig dämlich. Oh, so fährt man, glaube ich, mit Pagani nicht durch die Kurven. Schon gar nicht mit frischen Reifen. Wie war das gerade mit keine Harakiri-Manöver? Hm. Ich habe ja noch zurückgezogen, als es gerade noch ging. Wieder mal hält sich hier keiner an die 50, die auf der Brücke gelten. Gras angebremst, das kommt nicht gut, aber alles gut gegangen. Auf zur Mutkurve. Gib uns mal ein bisschen Windschatten, Dakota. Hui!
Da bremst ihr einfach mal so. Gibt's doch gar nicht. Hier bin ich dem Thorsten mit Haya mal fast drauf gefahren, weil er auch abrupt gebremst hat in der Mutkurve mit seinem Z4. Es kann übrigens schon gut sein, dass Dakota so weit hinten liegt, weil sie ja im letzten Rennen ausgeschieden ist und dementsprechend von ganz hinten starten musste. Also nicht ganz hinten, aber ich glaube so 21. Platz könnte sein. Das würde erklären, warum sie momentan sehr weit vom Feld abgeschlagen ist. Aber warum sie so langsam ist, obwohl sie doch das gleiche Auto fährt und normalerweise unter den schnellsten dabei ist, wundert mich jetzt gerade ein bisschen. Naja, vielleicht gab es auch da eine Kollision. Einen leichten Dachschaden, Schaden meine ich. Das ist, zu linken ist dieser böse Körb. Nur nochmal zur Erinnerung. Den nicht berühren. Da gibt es wirklich so einen fiesen Huckel drin, über den das Auto komplett abhebt. Ja, Sektor 3 ist zufälligerweise 7 bis 10 Kilometer lang. Also wäre es schön, wenn man ein bisschen präziser würde. Zum Glück haben wir die Minimap an und sehen, da steht nichts rum. Ich denke mal, es geht um die Boxeneinfahrt. Wupp, 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 wupp. Ups. Easy does it. Oh, und aufs Neue. Hohe 8 könnte das hier die... Nee. Ja, ihr werdet mir schon sagen, was hier die Kurve vor der Döttinger Höhe für eine ist. Vielleicht will ich es auch nachher nochmal nachschlagen. Wir machen heute ein bisschen mehr als die üblichen 40 Minuten Rennen. Fahren noch eine Runde und dann ist für heute Schicht im Schacht. Und dann geht's morgen weiter auf der Nordschleife. Irgendwie sind ein paar ausgefallen oder nur in die Box gefahren. Mal schauen, ob wir in der 6., also dieser Runde, oder dann in der 7. Runde reinfahren. Ah, die Runde war jetzt übrigens endlich mal auf dem Niveau von 7 Minuten. Die letzte, meine ich, war beim zweiten Sektor noch locker eine Sekunde zu finden. Die haben wir nämlich verloren dort. Ups.
1,7 Sekunden verloren. Wie denn das? Warum denn? Muss das sein? Die Reifen sehen schon nicht mehr so gut aus, ne? Da sollten wir doch diese Runde reinfahren. Mich würde ja interessieren, ob der 11. schon in der Box war oder sich dort noch einfinden muss. Da wäre es jetzt wieder gut, wenn man einen Boxeningenieur oder einen Renningenieur hätte, mit dem man sprechen könnte. Den einfach fragt, Jung, war der 11. schon in der Box? Wer liegt überhaupt vor mir? Da gibt es ja alles leider noch nicht. Nicht. Und wie viele? Oh, 1,7 Sekunden gefunden. Es geht also doch unter 7 Minuten, wenn wir es zusammenhalten. Genau diese Stelle. Da ist so ein kleiner Huckel drin. Und dann wird das Auto versetzt. Noch nichts kaputt. Ha. Glück im Unglück. So, ich kündige dann mal meinen Boxenaufenthalt an. Und dann bedanke ich mich schon mal bei euch fürs Zuschauen für heute. Und morgen ist dann eben weiter mit den nächsten 6 Runden. Oder vielleicht 7. Wir nutzen jetzt die Döttinger Höhe mal, um noch ein bisschen Sprit abzulassen. Ventil auf und raus damit. Dann mal 85. Im nächsten Stint sollten genügen. Ja.
So, und damit verabschiede ich mich von euch für heute. Bedanke mich fürs Zusehen und wünsche euch alles Gute. Bis zum nächsten Video. Euer Swotty.